Ja Leute, Servus zurück und herzlich willkommen zurück auf Football Wars One. Heute mal mit der zweiten Folge zufällige Mannschaft 0, diesmal mit der zweiten Liga. Und ja, ich würde sagen, wir starten sofort rein und let's go. Ja Jungs, herzlich willkommen wieder zurück. Wir machen wieder zufällig. Das heißt, diesmal in der zweiten und wir starten. Wir haben drei Versuche. Die dritte Mannschaft müssen wir nehmen. Wir können uns aber auch schon vorher für eine entscheiden. Zur zweiten Folge Köln. Eigentlich ja. 2, ja, nächste. 3, okay, Paderborn. Und hier auch zweite Liga. Bielefeld nicht, sondern 4 gegen Paderborn. Heißt, dieses Spiel heute in dieser zweiten Folge. Kollege Wolfuß und ich, los geht's hier. Werden das alles für Sie kommentieren. Zwischen Paderborn und heute spielt Fürth. Der SC Paderborn gegen Greuther Fürth. Ich hoffe, das ist auch der zweite Folge. Und jetzt bekommen wir hier die Aufstellung der Paderborner ins Elfmeterschießen. Bei ihm geht, sehen wir das 4-4-2 als Formation heute. Ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld. Fürth-Spiel. Links und rechts. Macht ihn! TVÜ! Dick Betty mit der Chance. Da können Sie erstmal klären. Schönes Zuspiel. Gayet. Der Angriff erstmal wieder vorbei. Die Fans hoffen auf die Führung. Von da kommt die Ecke. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Wittek. Macht Paderborn jetzt wieder mit. Vielleicht jetzt über Klaus. Chasula! Green. Toller Pass! Sondern er kann einfach nicht annehmen. Da ist jetzt Platz. Er setzt sich durch und jetzt wird Attacke, Attacke zu spät. Und Fürth führt 0-1. Und Fürth führt 1-0. Die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Kannst du einfach Paderborn nicht hinterherkommen? Wenn die Feuerwehr loslegt, Daniel Gaterol mit dem 1-0 in der 35. Minute für die Spielvereinigung Greuther Fürth. Hätte ich einfach bei Köln geblieben, ich dachte, vielleicht habe ich ja Glück und es kommt mal der HSV, aber daran kannst du dich gleich mal abschminken, wenn du eine beliebige Mannschaft hast. Jetzt gibt's noch glattrot. Und der Schiedsrichter könnte rot geben. Frage ist, ob er glattrot gibt, ja. Aber sowas von verdient. Da, ja, den Gaterol. Es gibt die rote Karte, völlig verdammt. Die einzige Option in dieser Situation. Jetzt die Chance. Was eine Chance, aber der Gaterol. Aber ohne Erfolg ist jetzt Platz. Philipp Clement. Clement, was macht der? Die können keine Drehschüsse. Klaus Gasula. Also entweder. Da kommt die Tafel, 2 Minuten Nachschlag. Zum Verzweifeln gut. Green. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. So, Pause hier, Buschi. Und ganz klar, dieser. Super Tor, Innenpfosten und dann rein. Der Ball erst an den Pfosten und dann rein. Das war ein knappes Ding. Jetzt steht es 2-0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Clement. Ritter. Ritter. Wieder Ritter. Wieder Ritter. Er zieht ab. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball. Ah, Paderborn macht es einfach nicht im Endeffekt. Ja, könnte gefährlich werden. Einfach viel zu nachlässig. Und jetzt die Konterchance. Das macht er gut. Und Paderborn mit der Riesenchance. Aber der geht leicht in diesem Spiel hier für den SCP. Weg ist der Ball.
Und ja, am Ende bleibt's dann wahrscheinlich. Jetzt der Versuch. Jetzt nicht noch einer was war. Gute Parade. Es gibt sie noch, die eine Chance. Und der Torhüter geht auch mit in den Strafraum. Vielleicht auf Leopold. Auf Leopold. Ecke kommt rein. Nee. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Und dann läuft das Paderborn, verliert mit 2:0 und wird gewinnen. Und das war's. Ja, Leute, das war's auch von dieser Folge. Wir haben leider verloren. Daher entscheidet sich alles im dritten Match in der Bundesliga dann halt. Und ja, bis zur dritten Folge. Und ja, Like nicht vergessen, Abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ich soll sagen, haut rein und ciao.